Die Einkommensanrechnung an die Grundrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wahrscheinlich das komplexeste Thema bei der Grundrente, die Einkommensanrechnung, was ja auch in den letzten Tagen und Wochen auch immer für heftigen Streit sorgte. Und ich möchte einfach Ihnen nur noch mal ganz kurz oder in Kürze erläutern, um was es dort eigentlich im Grundsatz geht und was mit Einkommen überhaupt gemeint ist und was auch steuerbares Einkommen oder steuerpflichtiges Einkommen ist. Weil das sind ja Begriffe, die man ein bisschen auseinanderhalten muss. Also, der Gesetzesentwurf Grundrente als Referentenentwurf liegt ja seit dem 16. Januar nun auf dem Tisch. Es gibt jetzt eine Einkommensanrechnung oder Einkommensprüfung auf den Grundrentenzuschlag. Ich kann sagen, alles, was erfassbares steuerpflichtiges Einkommen ist oder verdient wird, soll bis zu einem Freibetrag von 1.250 € monatlich für Alleinstehende oder für Paare 1.950 € Freibetrag nicht auf die Grundrente angerechnet werden. Das ist erstmal so das Grobe. Im Referentenentwurf steht auch geschrieben, dass der Begriff Paare meint Ehepaare oder eingetragene Lebenspartnerschaften. Nicht aber Paare, die sozusagen ohne Trauschein zusammenleben. Und jetzt geht es um die Frage, was wird denn überhaupt oder was meint denn eigentlich Einkommen, was an die Grundrente angerechnet wird? Und da müssen wir immer den Blick werfen in das Einkommensteuerrecht. Und wir haben dort mehrere Einkommensarten. Und da gibt es zum Beispiel das Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, aus nicht selbstständiger Tätigkeit, also sprich Arbeitnehmerlohn oder Angestelltenlohn, Tätigkeit aus gewerblicher Vermietung und Verpachtung, aus selbstständiger gewerblicher Tätigkeit, Einkommen aus Tätigkeit von Land- und Forstwirtschaft, auch Kapitaleinkünfte gehören dazu, also Zinseinkünfte und natürlich auch die Renteneinkünfte von aus gesetzlichen Renten. Es gehört auch dazu die Erträge aus einer privaten Renten- und Lebensversicherung, und zwar nach Maßgabe von § 20 Absatz 1 Einkommensteuergesetz. Unter anderem solche Verträge, die nach dem 31.12.2004 abgeschlossen worden sind. Also Rentenverträge, die erst nach dem 31.12.2004 abgeschlossen worden sind. Daraus die Erträge, das ist alles Einkommen. Aber der Gesetzesentwurf sagt ja auch, wir erfassen nur das sogenannte steuerpflichtige Einkommen. Und das steuerpflichtige Einkommen, also das zu versteuernde Einkommen, ist nichts anderes als das Einkommen, was durch bestimmte Freibeträge im steuerrechtlichen Sinne vermindert wird und durch und durch sonstige von Einkommen abzuziehende Beträge. Sie kennen das, wenn Sie eine Einkommensteuererklärung machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben 15.000 € Jahreseinkommen brutto und Sie ziehen praktisch, oder Ihr Steuerberater macht dann die Steuererklärung und der sagt dann, okay, von den 15.000 € bleiben 10.000 € übrig und daraus wird dann die Steuer berechnet. Das ist das zu versteuernde Einkommen, diese 10.000 €. Also es wird nicht das Bruttoeinkommen erfasst, sondern das bereinigte Einkommen. Und das ist eben ganz wichtig, dass man hier sagt, dass als anrechenbares Einkommen auf die Grundrente nach den neuen Vorschriften, wie sie in dem Gesetzesentwurf stehen, immer der steuerpflichtige Anteil des Verdienstes angesetzt wird oder bei der Rente oder die Rente nach Abzug des steuerfreien Anteils. Dann kommt natürlich der steuerfreie Anteil der gesetzlichen Rente oben on top drauf, weil das haben Sie ja sozusagen auch im Portemonnaie drin. Und Kapitaleinkünfte wie Zinsen, soweit sie über dem Sparerfreibetrag von 801 € liegen oder das Doppelte halt eben bei Paaren. Zum nicht zu versteuernden Einkommen gehört grundsätzlich der Minijob. Der ist immer steuerfrei. Das heißt also, die 450 € werden bei der Einkommensanrechnung gar nicht berücksichtigt. Mehrere Einkünfte, also Einkünfte aus Arbeit, Einkünfte aus Zinsen, aus Vermietung und Verpachtung, werden zusammengerechnet. Sollte dann der Betrag dieser Einkünfte oder einer Einkunftsart höher sein als der jeweilige Freibetrag, 1.250 oder 1.950 bei Paaren, gibt es nach dem neuen Gesetzesentwurf oder aktuellen Gesetzesentwurf eine Anrechnung, und zwar werden dann 40% angerechnet, und zwar ab dem Betrag, der über dem Freibetrag liegt.
Diese Grenze, haben Sie wahrscheinlich schon gehört, soll nach dem Willen der CDU jetzt auf 60% angehoben werden. Wir warten ganz gespannt die letzten Änderungen zum Gesetzesentwurf Grundrente ab. Am 12.02.2020 soll es ja soweit sein, Kabinettsbeschluss soll kommen und dann geht es wohl mit der Grundrente tatsächlich in das Gesetzgebungsverfahren. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.